Die Eingeborenen fürchten das fremde Gesicht, doch Abe spürt bereits, bald sieht er das Licht. Um das Vogelportal zu verwenden, erst schänden, dann die Tür springen. Ja, that's pretty easy. Wenn man die richtigen Tasten drückt. dieser schöne Stein, der da runterhängt, ist auch toll. Der gefällt mir. So, was haben wir hier? Erst Klang der Glocken hier erwecken. Zweitens dann mit dem Glocken chanten. Ach genau, das ist eine Karte übrigens, sehe ich jetzt gerade. Sieht man auf der rechten Seite, sieht man uns. Dann zwei Pfeile, die nach oben und nach unten gehen. Und dann sieht man da, ja, ihr seid ja nicht blöd. Oh. Ab nach unten. Eieiei. Finde den Klang der Glocken und chante dann. Okay. Okay, das haben wir dann auch mal gesehen. Hier können wir einfach weiterlaufen. Wenn wir hier zu lange warten, dann töten uns die Bienen und der da unten verscheucht die einfach. Die fliegen dann gleich weg. Und der Typ lebt einfach weiter. Aber uns würden die Dinger töten, komplett. Jetzt wollte ich eigentlich noch so lange warten, bis der mal fertig... Okay, da sieht man's. Berühre den Stein, um die Glocken zu läuten zu bringen. Das müssen wir uns übrigens nicht merken. Das geht am Ende, also das geht nachher von selbst. Und nochmal. Hui. Oh! Das ist so süß! Bad Bees! Oh! Das tut mir voll leid. Den anderen habe ich leider nicht gehört, weil der Ton auf der rechten Seite war und meine rechten Boxen irgendwie nicht angeschlossen sind oder so. So, hier sind die Glocken. Du musst chanten, damit die Glocken läuten. Also chanten wir. So, das macht das jetzt alles von selbst. Ich fand das im alten Teil so schön, dass diese Kugel, die man da sieht, so richtig mit Schmackes gegen die Glocken gedonnert ist. Und hier ist das nur, der fährt die so ab, irgendwie so langweilig. Ja, aber man kann halt nicht alles haben. Aber das Spiel ist, ich mag das Spiel hier. Ist ein tolles Remake. So. Ante? Damit, also chante, damit die Bögen dich eilen. Ich kann das nicht lesen. So, nochmal. Es ist einfach dahinter. Chante, damit die Vögel dich heilen. Ah, alles klar. Steinschloss. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Magog-Kartell die Mudakens versklavte. Entfache die heiligen Feuer, indem du alle Steinschlösser aktivierst, die du finden kannst. Es ist ganz groß geschrieben. Erst wenn alle Steinschlösser aktiviert sind, ist es dir erlaubt, an den Ort. Da hatte ich schon... Habe ich schon im Originalteil die Probleme gehabt. Die Initiationsriten des Tempels. Des Tempels teilzunehmen. So, Ausgang. So. Halt! Ja, ja. No, that is not it. Ja, ich weiß. Ich bin doof. Gut? Ja, okay. Ich mag deine Maske. Und wir machen das Steinschloss an. Statt
Steinschlösser sind verborgen im Monarchenschrein. Alp muss die Mosaiklinien verlassen, um zu retten die Seinen. Weiter geht's. Okay. Springen. Nee, Sprung ins Ungewisse. Ja. Hui. Wir müssen, glaube ich, erst nach rechts. Um dann zu erfahren, dass wir hier nicht weiterkommen. Du wirst zurückkehren. Das Ü sieht so lustig aus. Ah, diese Viecher, diese Augen. Die gibt's immer noch. Die sind so süß. Das sind bestimmt kleine, puschelige Monsters. So, ich mag auch das da auf diesen Steinen dieses Gras wächst und da so rumtüdelt. Oh, das sieht ja alles so toll aus. Oh, der Scrap da im Hintergrund. Oh. Wenn ich das sehe, ne? Was ich mir hier allerdings gewünscht hätte, weil das fand ich im Originalteil so richtig episch, dass genau an dieser Stelle, die wir jetzt gleich sehen, auf der linken Seite ein Scrap war und auf der rechten Seite ein Paramite. Das sieht ja so geil aus, aber das haben sie leider hier nicht gemacht. Aber das sieht auch ganz schön aus. Geboren jenen. Oh. Es ist so schlimm, sowas zu lesen. Geboren jenen ohne Geschichte, den Arbeitern des Fleisches. Sie Damen im verfluchten Biest mit dem unstillbaren Hunger, der harten Schale und dem grässlichen Feueratem. Sein Herz ist aus Stahl und scharfen Klingen. Der Erste wird Zeuge werden und sich der Aufgabe stellen, die Seinen zu befreien, bevor er die anderen sucht. Das reimt sich noch nicht mal. Ich muss es mal auf Englisch spielen. Ich habe das bisher... Ich muss mir die Texte mal auf Englisch geben. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Wahl, wo wir hin möchten. Man sieht jetzt hier in der Mitte die zwei Narben von den Paramites auf der... Also oben die Paramites und unten die Scraps. Und dieses Geschnörkel hier, das gefällt mir auch so gut, ey. Mann, ich möchte hier leben. Ey, das wäre so geil, wenn ich hier leben könnte. Es ist zwar mega langweilig hier, weil es hier irgendwie nichts gibt, aber sieht so toll alles aus. Voller Kraft werden die blauen Ringe singen, chante, um sie hervorzubringen. Die Macht des Schrickels erlangt nur jener, der unversehrt aus Paramonia und Scribania zurückkehrt. Ja. Wisst ihr Bescheid? Das ist der... Um die Brunnen zu aktivieren. Und im Originalteil gab es eine richtige Reihenfolge. Da musste man zuerst in Paramonia, dann in Scribania, um die Videosequenzen richtig zu haben. Denn wenn wir erst Scribania gemacht hätten, hat Abe schon sichtbar die Paramonia-Narbe. Aber der war ja noch gar nicht in Paramonia. Aber wir werden hier auch in Paramonia anfangen. Denn Paramonia ist einfacher als Scribania. Paramonia. I saw Paramonia, ancient and wild. Where Paramites lived before I was a child. Back up a little, you don't want to get shot. Hey, you don't want to get shot. There you go. But we rounded them up, ignored their cries. Alright, we got to this meeting, we get to take off early. I love that. We cut them all up for Paramite pies. Ach, ich mag die Musik hier, dieses dum, dum, dum. Aber ja. Es geht dann beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich mach dann jetzt hier wieder Päuschen, hab eine Stunde aufgenommen. Dann könnt ihr euch beim nächsten Mal auf Paramonia freuen. Freuen? Speichernummer und abbrechen. Gucken wir mal gerade, ob wir alle Prozentchen haben. Das geht ja ganz schnell.
Hello. Hello. Okay. Follow me. So. Rapture Farms 100%, Lager 100% und hier gab's nichts. Gut. Paramonia gucke ich mir jetzt nicht an, weil dann weiß ich ja, wie viele da sind. Ich weiß das jetzt auch nicht auswendig, wie viele da sind. Aber, ja. Gut. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.